Welcome back to another German Food Review, and it's coffee time from Balzac. Balzac. Whatever, I'm sorry. Coffee, and this time a really bad experience. Look at this coffee. I wanted an iced Americano tall, and I got this one here. Okay, and a fitness bagel. So let's take a look at the fitness bagel here. Come on, go away, coffee. There's the fitness bagel. Ta-da. That's how it looks like. That one looks okay. And there's just vegetable stuff on it, like rocket, and I love rocket. And cucumber, tomato, and sauce. I think it's vegan, but I'm not sure. Maybe it's just vegetarian sauce. And that's it. No napkin. Nice. Yeah. And Balzac is as expensive, or actually it's even more expensive than Starbucks. And Starbucks is already quite high. Or people say that it's quite high. Let's do a thumbnail here. Okay. And here's the price. Yeah, for the fitness bagel, €2.90. Okay, and I asked for an iced Americano. Kräftig, so strong. Doppelt, two shots. So two shots of espresso, €3.20. You get three shots at Starbucks for €3.25. Yeah, I'm not so sure. And then I asked for extra ice. There's the extra ice. And so on. Oh, I had to ask three times for extra ice, and there's no extra ice in it. That should not happen. And then she gave it to me with no water in it, and she thought it's an iced espresso, and that's also the wrong cup. That is not the tall cup. Really bad. And she gave me a straw, a non-wrapped straw, and that's there's stuff in the straw, but you can't see it. Is there? I think it's cake. Oh, that was the wrong side. Here it is. I think it's cake or so. Can you see something? No. But yeah, there's stuff inside. And I won't use this thing. So here's a McDonald's straw. Wrapped. Yeah, that's actually a must. I mean, I have to suck on the thing. So let's try the coffee. Okay, this one is very short. Yeah. Oh, post. Yeah, tastes good. But yeah, I don't know what's wrong with the service. I mean, you pay a lot of money for the service, not just for the coffee. And I can't get it right. Here's the location, by the way, in Steglitz. Yeah, first time, never again. But let's eat the fitness bagel, right? Maybe this one is super good. I guess it's good because I like rocket right here. It is stiff. But okay. Where's the rocket? Here we go. I mean, there's a lot of rocket on it. And it's the wrong lid, by the way. They are out of lids. Also, whatever. Yeah, not very good. Then they shouldn't sell such products here. It's really hard to transport that with that hole here. The other one, it's basically sealed. But this here, if you flip it, then it comes out. Prost. Yeah, tastes okay. It's not cold enough. And that is way too expensive. Yeah, I like the other company more, but there are a few more companies. Let's try them. Yeah, here we go. Yeah, maybe they should put something on the cup or so. I don't know. I said extra ice please, but she didn't notice it also. Then yeah, I had to actually four times. I had to say it four times, and there's no extra ice in it. That's a no-go, right? But yeah, Germans don't like complaining. I guess they will complain about my complaining here. Anyway,
Yeah, bagel's okay, here you go. But yeah, if you're not really happy with the service, then the food doesn't taste that good. And I wanted more coffee. Anyway, both. And I actually like the flavor. Well, okay. One more bite. From the fitness bagel. This one's quite low in calories, I think. Yeah. That's basically just a bagel. Here we go. But is it worth the price with that service? No. Yeah. Flavor-wise, thumbs up, it's okay. Service, 50%, really bad. Okay, thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt vor etwas von Balzac. Wie spricht man das aus? Ich habe keine Ahnung. Balzac. Kaffee. Und ja, habe ich ja schon öfter mal festgestellt, dass der Service da nicht ganz so gut ist. Aber jetzt habe ich hier eine neue Location gesehen, da war ich gerade. Und zwar in Steglitz ist das, Albrechtstraße 31, okay. Und ja, das geht ja gar nicht klar. Ich habe eigentlich einen großen Eis Americano bestellt und habe das hier bekommen. Und dann habe ich an der Kasse gesagt, bitte mit extra Eis, aber das scheinen die immer nicht mitzubekommen oder so. Oder die können das nirgendwo aufschreiben. Also musste ich hinten, wo man sich den abholt, habe ich nochmal dreimal nachgesagt, bitte extra Eis. Hier ist trotzdem kein extra Eis drin, nicht genug. Ja, vergleich das mal mit dem Starbucks. Venti Cup, Grande Venti Cup mit Eis. Ja, der kostet hier genauso viel, 3,20. Und hier sind aber nur zwei Shots drin. Bei Grande sind drei drin. Also es ist noch teurer als Starbucks sozusagen. Ja, nicht so gut. Dann gibt es keinen passenden hier Deckel. Ja, dann war kein Wasser drin. Musste ich noch nach Wasser fragen. Dann dachte sie, das ist ein Espresso. Richtig schlecht. Ich meine, das müssen die noch mitbekommen, was man bestellt oder nicht. Wie auch immer, dazu gibt es noch einen Fitness-Bagel. Aber der schmeckt nur halb so gut, wie er eigentlich schmecken würde, denke ich. Denn wenn man nicht zufrieden ist mit dem Service, dann schmeckt das Essen immer nicht. Ja, und das hier geht mal gar nicht klar. Ich wollte einen richtig schönen großen Kaffee haben. Prost. Schmeckt okay, aber 3,20 Euro dafür ist übertrieben teuer. Ja, das könnte man bei Starbucks auch sagen, aber da bekommt man wenigstens was. Und die machen auch das, was man möchte. Und dafür bezahlt man auch den größten Teil davon. Nicht nur für den Kaffee. Ja, hier ist ein Bagel, ein glatter Bagel. Schon ein bisschen fest, aber okay, geht. Tomate, das ist hier ein Aufstrich. Ich weiß nicht, ob der vegan oder nur vegetarisch ist. Ich glaube, der ist nur vegetarisch. Da stand nur vegetarisch. Aber das wäre doof, das so zu machen. Egal, dann ist hier Rucola drauf, Gurke und zwei Tomaten. Ja, ich glaube, der ist vegan. Ja. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und here we go. Ich weiß nicht genau, warum die deutschen Firmen das nicht so hinbekommen, wie die anderen. Das ist genau dasselbe mit dem Umtauschen. Wenn man nicht zufrieden ist, möchte man es umtauschen und dann wird erstmal rumgemeckert, anstatt es einfach zu nehmen. Sehr komisch, Prost. Hätte ich kein Video gemacht, hätte ich den auf jeden Fall abgegeben. Aber ich möchte ja zeigen, was man so bekommt. Here we go. Ja, der Kaffee ist sehr lecker, da gibt es absolut nichts zu meckern. Hat ein sehr schönes Aroma, ist überhaupt nicht bitter oder so. Schmeckt richtig lecker. Würde ich jetzt nicht als kräftig bezeichnen. Der Starbucks-Kaffee ist auf jeden Fall noch ein bisschen kräftiger. Prost. Aber das Ding ist eine Verarschung, liebe Go. Fitness-Bagel 2,90. Okay. Fitness. So, und vielen Dank für Ihren Besuch. 6,10 Euro. Ja, das ist ein bisschen zu viel dafür. Here we go. Falscher Deckel. Mmh.
wenn ihr euch fragt, warum hier so ein komischer Strohhalm drin ist, man bekommt einen. Ja, hat eine Weile gedauert, bis man einen bekommen hat, denn ich musste nachfragen. genauso wie nach dem Deckel, musste ich auch was nachfragen. Okay, dann hat sie mir den Deckel gegeben und sie hat gesagt, sie haben keine Deckel mehr oder so, denn das wird nicht so oft verkauft oder was auch immer, dann sollten sie es vorne ansagen und nicht verkaufen, denn das hier ist richtig schwer zu transportieren. Wenn das einmal umkippt, viel Spaß. Und dann gibt's noch einen Strohhalm, aber den habe ich nicht benutzt, denn hier ist was drin. Auf irgendeiner Seite war was drin, aber ich glaube, ihr könnt es nicht richtig sehen. Ja, sieht aus wie Kuchen oder so, keine Ahnung. Aber man muss ja da drin rumlutschen. Und deshalb ist es nicht so gut, deshalb habe ich hier einen McDonald's-Strohhalm genommen. Prost. Ja, der Kaffee schmeckt gut und das Eis sieht auch gut aus. Ein schönes Würfelchen. Aber ja, wir kommen, für den Geschmack gibt es einen Daumen nach oben. Für den Rest 50%, da gehe ich auf jeden Fall nicht nochmal hin. ja. Da gibt es auch noch ganz viele andere Kaffeehäuser. Daneben, Meier Bier Kaffee gibt es gleich daneben und ach, da gibt es noch mehr. Ja, alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.